Hi Dad. Entspannt, grüner Sessel, alles klar für Ja, heute Abend. alles in Ordnung. Gegen Italien, es wird schon mal ein interessantes Spiel. Also ich finde, bis jetzt war es auch eine EM der Überraschung, wenn man Wales jetzt sieht und Island. Aber heute Abend gegen Italien, was glaubst du? Ja, es wird ein schweres Spiel. Italien ist immer schwierig, aber wir werden das Spiel gewinnen. Wenn man mal so die Statistiken ansieht, da haben wir uns jetzt so mit Ruhm bekleckert. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht. Kannst du dich erinnern, wo das eventuell gewesen sein könnte? Ich habe so viele Bilder schon gesehen, ich kann mich da nicht so genau hundertprozentig dran erinnern. Das war 1955 in Rom. Ja, und vielleicht sollten wir das Ergebnis nicht verraten, aber ihr habt damals auch verloren. Beide Spiele, das Hin- und Rückspiel. Ja, das haben wir die haben wir immer schwer uns getan. Ja, woran liegt es, dass Deutschland sich schwer tut gegen Italien? Ja, das kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Bei euch? Hattet ihr Angst vor dem Gegner? Nee, Angst haben wir nicht gehabt, aber warum dass das so passiert ist, kann ich heute nicht mehr sagen. Kannst du mir das gerade mal noch unterschreiben, bitte? Hat mal hier. Oh, ich halt's. Weil die Unterschrift Nee, fehlt hier. noch, ja. Dankeschön. Also ihr hattet keine Angst gegen die italienische Mannschaft und ich nehme an, die Jungs haben auch keine Angst heute. Sind ja keine Hosenschisser, sondern ne? Forza Germania. Wir gewinnen das Ganze. Und dann geht's weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns Halbfinale und dann im Endspiel. Okay? Ja, da bin ich mir zufrieden, wenn es so wäre. Würdest du nach Paris fahren zum Endspiel? Das weiß ich jetzt noch nicht, das kann ich nicht jetzt sagen. Jungs? Gewinnt, kommt ins Endspiel und vielleicht sehen wir uns dann vor Ort. Ciao. Tschüss.